Und es geht wieder weiter mit einer Naruto Chapter Analyse 641 und 642. Chapter 641, ihr übernehmt die Hauptrolle. Ja, Minato und die beiden Jungs werden erstmal von Tobirama gerettet, der halt Obito markiert hat und die Reishi no Jutsu eingesetzt hat. Das erste, was ich blöd fand, war, dass er auch eine Markierung setzen und überhaupt in der Lage ist, die Reishi no Jutsu einsetzen zu können. Denn zuvor war immer die Rede, also so im ersten Part und auch in den Begleitbüchern, dass Minato derjenige wäre, der nur die Reishi no Jutsu könnte. Es wirkte immer so, als ob er diese Kunst erfunden hätte und kaum einer wusste irgendwie, wie die Kunst funktioniert oder wie die überhaupt geht. Jetzt heißt es, Tobirama hat das zuerst gemacht und er wäre gut darin und Minato ist einfach nur besser. Es wirkt so, als ob Minato nichts Besonderes mehr kann, weil, ja, er kann ja all das, was eben auch Naruto kann und so, nur eben, was Naruto angeht, in schlechter und eben das jetzt von Tobirama nur in besser. Und dann ist die zweite Frage, ja, nun, die Markierung von Minato ist bei Obito auf einmal nicht mehr vorhanden, aber bei Tobirama immer noch, weil, ja, ist so nur, damit er die retten kann. Kishimoto hat wohl vergessen, dass die von Minato auf einmal verschwunden ist. So, dann gibt's eben so ein paar Szenenwechsel. Erstmal hat Madara und Hashirama, die übertrieben gegeneinander kämpfen. Ein paar namenlose Ninja werden erwischt, jedoch nicht getötet, nur weggesprengt. Und Shikamaru macht allen anderen Ninja Mut und sagt, wartet bis unsere Zeit, unsere Chance kommt. Wir sind auch wichtig. Naja, wenn er meint. So, Obito ist in der Zwischenzeit natürlich übermächtig und kann ganz viele Attacken abwehren. Und ja, sie können ihm keinen Schaden machen. Also hat natürlich Tobirama eine Idee. Da ja er und Minato Hiraishi no Jutsu können, setzen sie Hiraishin Goshun Mawashi no Jutsu ein. Das heißt übersetzt sowas wie gegenseitiger Augenblick. So, da ist es halt so, dass die Attacken von Satsuki und Naruto treffen halt Minato. Aber genau in diesem Moment, wo Minato davon getroffen wird, wechselt halt Tobirama, der in dem Moment gerade Obito berührt. Also der tauscht halt in dem Moment, wo Minato von den Attacken getroffen wird, Minato mit Obito aus. Und dadurch wird dann Obito von den Attacken getroffen. Das fand ich eigentlich, war eine nette Idee, war auch cool. Allerdings hat sie wirklich wieder nicht viel gebracht, weil Obito ja übermächtig ist. Und natürlich müssen wir dann noch erfahren, dass Hinata sagt, oh, Sasuke und Naruto lächeln. Und Sakura wundert sich darüber. Ehrlich, ist das wirklich interessant, dass sie lächeln? Ich würde sagen, nee. Und jetzt kommen wir noch zu Chapter 642, der Durchbruch. Am Anfang ist das Chapter auch wieder ein Haufen Scheiße. Danach wird's okay, bis es am Ende wieder Scheiße wird. Aber immer der Reihe nach. Es ist halt so, dass sie ja Obito getroffen haben, aber das hat irgendwie, wie gesagt, nicht wirklich viel gebracht. So. Ja, und sie unterhalten sich dann natürlich und so alles und überlegen, was sie denn jetzt nur machen könnten und so. Und Naruto überlegt, dass er eben noch mehr Kurama-Modus aufsteigen lassen will. Das klingt total bescheuert, ist wahrscheinlich nur in der deutschen Übersetzung so blöd. Ich würde einfach nur sagen, er wechselt in den Kurama-Modus, weil er fast die ganze Zeit über jetzt nur im Kyubi-Chakra-Modus war. Das Chakra verpufft aber, Kurama sagt, dass er halt schon länger durchgehalten hat und so, aber er soll noch ein bisschen warten, weil Kurama jetzt Chakra sammeln muss. Also greift Gamakichi einfach an mit Mizuame Depo, also eben einer Sirup-Kanone, kann man sagen, übersetzt. Ja, und spritzt dann so Wasser und das hat natürlich ein bisschen Schaden gemacht. So, zuerst hat sich Naruto aber noch beschwert, warum Gamakichi auf einmal angegriffen hat und warum sie keinen Kombinationsangriff gemacht haben. Und er meint, dass das Zeitlimit der Kushiose halt abläuft und dass er einfach nochmal angreifen wollte. Ich sage mal so, dass er nochmal angreifen wollte, ist Gamakichis Art, das verstehe ich. Auch wenn man jetzt natürlich darüber diskutieren könnte und sagen könnte, ja, das ist plotmäßig, damit sie halt merken, dass eben Zenjutsu Schaden macht. Ist es teilweise auch, aber wie gesagt, es ist seine Art, daher ist das okay. Was ich aber bekloppt finde, ist die Sache, was wie wo? Zeitlimit für Kushiose? Ich meine, Tsunade ist halb tot und Katsuyu hat gesagt gehabt, dass sie noch mit letzter Kraft den Kushiose-Vertrag versucht aufrechtzuerhalten. Damit ist also gemeint, wenn man jetzt zum Beispiel stirbt, ist der Vertrag nichtig oder wenn man kein Chakra mehr hat, kann man den nicht mehr halten. Naruto hat zwar gerade eben das Kyubi-Chakra verloren, also ist weder im Kurama noch im Kyubi-Chakra-Modus. Chakra hat er aber immer noch, also hätte sich der Vertrag in diesem Falle nicht auflösen dürfen, beziehungsweise da darf gar kein Zeitlimit sein, davon war nie die Rede. Das hätte man eigentlich dann im ersten Part schon sagen müssen und das hätte Jiraiya auch erklären müssen. Also das war einfach nur Plot und damit ist das Ganze mit Gamakichi schon ein bisschen doof. Nun gut, dann wird es ein bisschen interessanter, weil es ist halt so, dass Obito sich natürlich erstmal über Minato lustig macht. Er sagt, ja, jetzt willst du mir ins Gewissen reden, aber dass das ein bisschen spät wäre, dass er in wichtigen Momenten immer zu spät kommen würde und so. Und ja, er ist froh, dass sein Sensei halt nur Hokage war, denn so kann er darauf verzichten, auch Hokage zu werden, weil seiner Meinung nach Hokage halt scheiße sind. So, Minato macht sich natürlich dann Vorwürfe.
Kann ich ja irgendwo teilweise verstehen. Er denkt halt, ja, wenn er Obito erkannt hätte, vielleicht hätte Kushina nicht sterben müssen, vielleicht hätte Naruto eben auch nicht der Jinjuriki des Kyuubi werden müssen und so. Ja, und dass die Ninja-Welt dann ganz anders und so gewesen und geworden wäre. Wobei man sagen muss, ich meine, wie sollte er denn Obito erkennen? Ich meine, er hat sich ganz anders benommen, die Stimme war verstellt, er hatte wahrscheinlich auch verändertes Chakra und er hat eine Maske aufgehabt, also bitte. So, ja, daraufhin regt sich Naruto natürlich auch auf. Er sagt auch, dass Obito kein Recht hätte, sich über seinen Vater lustig zu machen, weil er ist immerhin Hokage geworden und er ist auch ziemlich stark und so alles. Ja, und er hat dann eben Senjutsu die ganze Zeit geschmiedet und ihn dann auch mit einem Senjutsu-Rasengan angegriffen und das hat natürlich dann auch Schaden gemacht. Und ja, hier ist jetzt die Sache, dass Minato sich darüber wundert, dass Naruto Senjutsu beherrscht, genau wie Jiraiya-Sensei. Das heißt, Minato war noch gar nicht geplant, dass er hier überhaupt Senjutsu kann, beziehungsweise er sollte es auch nicht können. Denn seien wir mal ehrlich, warum wundere ich mich und sage, er kann genauso wie Jiraiya-Sensei Senjutsu, wenn ich es auch könnte? Dann hätte ich eher sowas gedacht wie, er kann genauso wie ich und Jiraiya-Sensei, beziehungsweise Jiraiya-Sensei und ich Senjutsu. Ja, aber das hat er ja nicht gedacht. So, und ja, daraufhin hört Minato dann quasi eine Stimme in seinem Inneren, der sagt, dass sein Sohn zu einem guten Jungen herangewachsen ist, der seinen Vater sehr schätzt, denn er hat es ja auch geschafft, seine andere Seite für sich zu gewinnen. Und das fand ich wirklich richtig absurd. Ich meine, das ist ein anderes Kyuubi, das angeblich in Minato drinne sitzt, obwohl das nichts weiter als Chakra sein dürfte. Nun gut, was sagt ihr dazu, dass Obito halt als Jinjuriki erstmal schwach gegen Senjutsu ist? Ich find's okay im Prinzip, weil wenn man es mal so sieht, dann ist ja der Rikudo nicht ganz gezielt von dieser Welt, zumindest Kaguya nicht, also er auch nicht so richtig, also irgendwie diese Rikudo Jinjuriki-Viecher irgendwie auch nicht so richtig, also kann ich es noch ein bisschen nachvollziehen. Ja, was sagt ihr dazu, dass Minato sich Vorwürfe macht und natürlich zu dem anderen Kurama, den es jetzt auf einmal gibt? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.